Der Tabellenzweite gegen den Tabellendritten. Spitzenspiel in der dritten Liga der Damen. Das Duell zwischen dem ESV 1927 Regensburg und der SG Schotzach-Bottwartal sollte ein wahrer Krimi werden. Den besseren Start erwischten die Gastgeberinnen. Schnell führten sie mit 2:0. Hier Andrea Flacco war völlig frei mit dem 2:0 nach gut 1,5 Minuten. Doch der Aufsteiger aus Baden-Württemberg, Hielgut Mitt, konnte fast ebenso schnell wieder ausgleichen. Theresa Müller mit einem schönen Heber zum 2:2 Ausgleich. So knapp und eng war die gesamte erste Halbzeit. Die Führung wechselte regelmäßig. ESV-Trainer Stefan von Frankenberg war alles andere als zufrieden mit dem ersten Durchgang. Die Schlussphase der ersten Halbzeit eine spannende. Die Gäste mit einem Tor vorne, 16:17 der Spielstand. Dann Sarah Mustafic mit dem 17:17, aber die SGSB noch mit einem Angriff. Christina Hurtova eine starke Parade. Mit einem Unentschieden ging es also in die Pause. Dann haben wir ein bisschen umgestellt, so glaube ich nach 25, 22, 23 Minuten. Und da war es schon viel besser und dann haben wir in der Kabine gesagt, komm, wir spielen weiterhin die offensive Abwehr oder die Manndeckung und das war gut. Die zweite Halbzeit dann eine wahre Abwehrschlacht. Eine Toreflut wie in den ersten 30 Minuten sollte es nicht mehr geben. Auch weil der ESV seine Deckung umstellte, jetzt offensiv verteidigte, dadurch eine Spielerin der Gäste aus der Partie nahm. Für die Zuschauer war es eine packende Partie, auch aufgrund leichtfertig vergebener Chancen auf beiden Seiten. Symbolisch dieser verworfene 7 Meter der ansonsten so treffsicheren Nicole Schwiegerl. Dass sie es aber besser kann, stellte sie in der 57. Minute unter Beweis. Super Anspiel von Natascha Weber an den Kreis und Schwiegerl trifft 23:22 die Führung. Doch Regensburg immer wieder mit defensiven Lücken. Alisa Berger mit dem Ausgleich zum 23:23. 40 Sekunden vor Schluss nahm Stefan von Frankenberg eine Auszeit, schwor seine Mannschaft nochmal ein und das sollte Wirkung zeigen. Franzi Peter bleibt hier erst hängen, reagiert dann aber gedankenschnell. Eine Sekunde vor Schluss gelingt ihr der 24:23 Siegtreffer. Es waren noch 3 Sekunden auf der Uhr, das habe ich gesehen. Und dann habe ich mir kurz gedacht, ein Passspielen ist jetzt ja blöd, weil wenn ich jetzt im Passspiel vergehen noch mal 1-2 Sekunden und dann kann, also ist das Spiel aus. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann hau ich halt drauf. Ja, und dann war er halt drin. Meine Mannschaft kostet mich momentan den letzten Nerv. Also so ein Spiel. Also ich kann mich nicht erinnern oder lang nicht erinnern, so ein spannendes Spiel zu haben, aber Mädels haben gekämpft, haben toll gespielt. Es war 17:17 zur Halbzeit. Es war eine richtige Abwehrschlacht auf beiden Seiten. Nächster Gegner der ESV-Damen ist Metzingen 2, der Tabellenführer. Sollte es dann mit einem Sieg klappen, muss eine deutliche Leistungssteigerung her.